virtuelle Realität hat sich zu einer der bedeutendsten Technologien der modernen Welt entwickelt. Viele Wissenschaftler erforschen diese Technologie, um den Menschen ein hohes Maß an Wohlbefinden zu bringen. Aber derzeit verursacht die Technologie eine Menge Probleme wie Alter Ego, Wirklichkeitsflucht, antisoziales Verhalten und insbesondere Spielsucht. Wie kann also die virtuelle Realität zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden? Und noch wichtiger, welche Auswirkungen hat sie auf das menschliche Bewusstsein? Nun, wir können sie sehr gut nutzen, denn wir nutzen sie gerade. Sadhguru ist immer noch in Indien. Schau. Keine Technologie ist schädlich. Es ist nur so, dass wenn der menschliche Verstand sich in einem bestimmten Grad des destruktiven Modus befindet, jede Technologie schädlich ist. Alles. Du kannst einen Laptop nehmen und jemanden den Kopf aufschlitzen. Heißt das, man kann sagen, Computer sind gefährlich? Nehmen wir an, es gibt ein paar Vorfälle von diesen. In vielen Büros passierte es. Sagen wir, in 10 Büros passierte es, dass jemand Apple Air nahm und jemanden den Kopf aufschlitzte. Heißt das, Laptops sind gefährlich? Nein, Menschen sind dumm. Was immer in ihre Reichweite kommt, sie wissen, wie sie es gegen sich verwenden können. Wenn sie ihr eigenes Gehirn gegen sich wenden, was willst du noch? Jetzt gibt es Technologieentzugszentren. Weißt du das? Wie es Drogenentzugszentren, Alkoholentzugszentren gibt, jetzt Technologieentzugszentren. Einfach, weil wir in einem zwanghaften Modus sind. Wenn wir anfangen zu essen, wissen wir nicht, wann wir mit dem Essen aufhören sollen. Das ist ein Problem, großes Problem. Ein ziemlich großes Problem. Wenn wir anfangen zu trinken, wissen wir nicht, wann wir mit dem Trinken aufhören sollen. Wenn wir anfangen einzukaufen, wissen wir nicht, wann wir mit dem Einkaufen aufhören sollen. Wenn wir anfangen, das Telefon zu benutzen, wissen wir nicht, wann Schluss damit ist, das Telefon zu benutzen. Das Problem liegt also nicht in der Technologie. Das Problem liegt in der Zwanghaftigkeit. Wenn man von Zwanghaftigkeit spricht, ist das einfach eine Abwesenheit von Bewusstsein, nicht wahr? Wenn wir bewusste Menschen wären, würden wir alles für unser Wohlbefinden nutzen und für das Wohlbefinden aller. Weil wir zwanghaft sind, fangen wir an, etwas zu tun, wir wissen nicht, wie man aufhört. Endlos werden wir die gleiche dumme Sache tun. Ob es sich nun um virtuelle Realität oder künstliche Intelligenz oder irgendetwas anderes handelt. Das Problem liegt nicht in der Technologie. Nie. Denn das sind nur Hilfsmittel, von uns geschaffen. Wir sollten sie zu unserem Wohlbefinden nutzen. Das ist die Idee, nicht wahr? Aber schau, die meiste Spitzentechnologie wird in der Welt immer militärisch genutzt. Offensichtlich wissen wir nicht, wie sie für unser Wohlbefinden zu nutzen ist. Wir nutzen sie immer, um etwas zu zerstören. Das war schon immer der Fall, nicht nur jetzt, weil wir nie an menschlichem Bewusstsein gearbeitet haben. Wenn die Menschen bewusst leben würden, wenn die Führung in der Welt eine bewusste Führung wäre, würde sich die Frage des Technologieeinsatzes gegen das menschliche Wohl oder das Wohl in irgendetwas nicht stellen, nicht wahr? Technologie bedeutet eine Erweiterung unserer Fähigkeit, nicht wahr? Im Moment habe ich ein Mikrofon. Nein, wirklich, schau. Das ist eine Erweiterung unserer Fähigkeit, nicht wahr? Wenn ich ohne Mikrofon spreche, würden nur so viele Menschen hören. Das ist nur eine Erweiterung. Angenommen, nur weil ich ein Mikrofon habe, fange ich deshalb zu schreien an.
Das Problem liegt nicht am Mikrofon. Du denkst, das Problem liegt am Mikrofon? Oh, dieses Mikrofon schreit so laut. Tut es das? Das ist also, worüber wir reden. Keine Technologie ist ein Problem, ganz egal, was es ist. Die Frage ist, werden wir sie bewusst nutzen? Oder werden wir es entweder zwanghaft oder kommerziell tun? Der Handel ist etwas Zwanghaftes zurzeit. Wir begannen so mit dem Handel. Ich habe etwas Reis, du hast ein paar Hühner, wir tauschten ein wenig, okay? Weil ich etwas übrig hatte, ich hatte mehr Kartoffeln, du hattest mehr Eier, wir tauschten. So begann der Handel. Etwas Überschüssiges geben wir dir. Was du überschüssig hast, gibst du mir. Damit du dein Leben lebst, ich mein Leben lebe. Langsam, aufgrund unserer Zwanghaftigkeit, haben wir den Handel so weit entwickelt, dass er im Moment jeden Aspekt unseres Lebens kontrolliert. Nun, die Regierung sagt euch, bitte nehmt alle mehr Darlehen auf, sonst geht die Wirtschaft zugrunde. Ja oder nein? Sie ermutigen dich, weil mir jemand sagte, Sadhguru, du bist nicht kreditwürdig, weil du nie ein Darlehen aufgenommen hast. Ich dachte, das ist eine gute Sache. Ich dachte, ich habe nie ein Darlehen aufgenommen, das ist eine sehr gute Sache. Aber sie sagten mir, es ist eine schlechte Sache. Du bist nicht kreditwürdig, du musst ein Darlehen aufnehmen. Was soll ich tun? Einfach irgendwo ein Haus kaufen? Kaufe einfach irgendwo ein Haus und vermiete es, Sadhguru, du wirst kreditwürdig sein. Das ist Zwanghaftigkeit, die sich in ein Handelsgewerbe verwandelt hat, nicht wahr? Nun, Menschen bauten ein Haus, weil sie dort leben wollen. Aber jetzt haben wir das so zwanghaft gemacht, dass der Handel den Planeten auffrisst. Erst kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr diese Nachricht gesehen habt, vor etwa 20 Tagen, einer der russischen Containerfrachter, ein großes Schiff, etwas wie ein 40.000-Tonnen-Schiff, brach durch das Atlantikeis und sie richteten eine neue Route ein, weil, tut mir leid, das arktische Eis, wo sie nicht fahren konnten. Dadurch verkürzt sich die Entfernung zu den früheren Reisezielen um 8000 Kilometer und sie werden so viel Geld sparen. Aber sie fahren durch das arktische Eis. Weil es dünn ist, brechen sie durch und die Handelsschifffahrt wird durch die Arktis erfolgen. Das ist zwanghafter Handel. Ihr versteht nicht, was zum Teufel ihr tut, nicht wahr? Ja oder nein? Es ist nur Zwanghaftigkeit. Nenne das nicht Handel, es ist nur menschliche Zwanghaftigkeit. Sie können nicht stillhalten, sie müssen etwas tun. Deshalb dachten wir, wenn wir die gesamte Bevölkerung wenigstens dazu bringen, für 21 Minuten einfach still zu sitzen, könnte der Planet gerettet werden. Auch wenn sie nicht wissen, wie man meditiert. Stellt euch vor, all diese 7,6 Milliarden Menschen täten nichts während 20 Minuten pro Tag. Deshalb habe ich gesagt, schau, es ist nicht die menschliche Intelligenz, die den Planeten rettet. Es ist nicht menschliche Liebe oder Mitgefühl, die den Planeten retten. Es ist die menschliche Lethargie. Die Hälfte der Menschen sind faul. Sie sind diejenigen, die den Planeten retten. Wenn jeder sich voll ins Zeug legt, mit all der Technologie, die wir haben, puff, ich denke, in 15, 20 Jahren wird der Planet sauber rasiert sein. Ja oder nein? Wir kommen dahin. Es spielt also keine Rolle, welche Technologie es ist. Niemals sollte eine Technologie oder irgendeine Art der Erweiterung von Fähigkeiten ein Problem sein, nicht wahr? Wenn die menschliche Fähigkeit erweitert wird, sollte das ein Problem werden? Es ist immer eine Lösung für etwas, nicht wahr? Aber wir machen es zu einem Problem, weil wir es zwanghaft benutzen. Der Schlüssel ist also nicht, die Technologien zurückzuhalten. Der Schlüssel ist, die Menschen bewusster darüber zu machen, wie sie funktionieren.